Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin der Mike und in diesem Video geht es hier um diese kleine schwarze schnucklige Box. Das ist ein Solargenerator bzw. eine Powerstation aus dem Hause All Powers. Hört auf den Namen R600. Ich habe sie hier als Kit, das heißt, da ist noch ein faltbares Solarpanel dabei. Und das Video habe ich gegliedert mit diesen Zeitstempeln. Da könnt ihr dann dahin springen, was für euch am interessantesten ist. Und am Ende des Videos, nach dem Fazit, habe ich noch einen kleinen Mehrwert für euch dagelassen. Also bleibt dran, wird spannend. I'm gonna tell you right now, was ist alles dabei? Im Lieferumfang hast du natürlich die Powerstation R600, ein kleines Säckchen mit Kabeln, XT60-Stecker auf MC4 und ein Kaltgerätestecker. Und dann hast du noch einmal deine Garantiebestimmung und in diesem Umschlag hast du noch mal eine Bedienungsanleitung, die ist auch auf Deutsch. Die Übersetzung ist nicht ganz so, aber verständlich, definitiv. Und wenn du das im Kit haben möchtest, dann hast du nochmal ein Solarpanel dabei. In dem Falle sind es jetzt 140 Watt, kommen wir später noch zu. Da ist ein fest verdrahtetes Kabel schon dran. MC4. Stecker. Und dabei hast du dann noch so einen Sack mit Adaptern, ein Batterie-Auflade-Krokodilsklemmen mit MC4-Anschlüsse, dann nochmal ein MC4-Anschluss auf XT90, glaube ich, und ein Anschluss MC4 auf Cinch. Das alles habe ich jetzt dabei. Innenliegend ist ein LFP-Akku mit 299 Wattstunden Kapazität verbaut. Aufverbaut ist ein MPPT-Solarregler für die Solarzelle und ein Wechselrichter mit 600 Watt Leistung im Peak maximal 1200 Watt ist auch noch drin und das Netzteil ist auch innen verbaut. Auf der linken Seite haben wir dann die ganzen AC-Eingänge, also Wechselrichter. Hier hast du zwei Steckdosen zu jeweils 600 Watt. Und auf der rechten Seite sind die DC-Eingänge. Wir haben hier zwei USB-C-Anschlüsse mit je 100 Watt, zweimal USB-A mit je 18 Watt und ein Kfz-Stecker mit 120 Watt. Dann gibt es noch ein Licht und ein Display. Dann haben wir noch den Schalter fürs Licht und den Ein- und Ausschalter für die Powerstation. Einmal einen separaten Schalter für die DC-Seite und nochmal einen separaten Schalter für die AC-Seite. Obendrauf gibt es noch ein Wireless Charging mit 15 Watt und einen kleinen Griff zum Tragen. Und das Ganze hat ein Gewicht von 5,8 Kilogramm. Das sind die Ausgänge. Eingänge sind unter dieser Klappe versteckt. Zum einen den Kaltgeräteanschluss, ein AC Overload Protector Schalter, also eine Sicherung und einmal XT60 Stecker. Hier kannst du noch dein Faltsolar anklemmen, 12 bis 60 Volt, 12 Ampere maximal. Die Rückseite hat nichts mehr. An den Seiten sind dann nur noch solche Wärmeauslässe oder Lufteinlässe und unten ist dann nur noch mal das Typenschild. Das waren soweit die technischen Daten. Ich habe mir noch die beiden zwei Cinch-Steckerchen vergessen für LED-Lämpchen oder sowas. Keine Ahnung. Ich brauche es nicht. Was sie noch kann, sie kann gleichzeitig laden und entladen, hat einen USV-Schutz, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Mein Gott, was ein Name. 3500 Ladezyklen, bis du dann bei 80% angekommen bist. Das heißt, sie ist dann nicht kaputt. Sie hat dann nur noch eine Kapazität von 30%. Nutzbare Kapazität bis bei ungefähr 200,
60, ungefähr 85%. Rechne selber aus, weil Eigenverbrauch vom Wechselrichter und dergleichen muss man natürlich abziehen. Und da bleibt ja immer noch 5% Reserve drin, damit sie nicht tiefenentladen wird. Abmaße 290 mm mal 200 mm mal 200 mm. Lichtes Maß. Alles, was hier dran passt an Steckern, kannst du auch benutzen. Du darfst halt nur deine 600 Watt im Peak 1200 Watt nicht überreizen. Dann geht sie in den Not aus. Aber das sind ja die Sicherheitsfeatures, das ist auch gut so. So, dann versuchen wir es gleich nochmal mit so einem Föhn. Der hat 2000 Watt. Ich mache den mal auf mittlere Stufe von der Temperatur. Stecker rein. Powerstation an. Dann schauen wir mal, was passiert. Kann man das sehen? Ich hole das mal näher ran. AC-Seite anmachen und dann geht's los. So, 337, 500 Watt. Kleine Stufe. Aus. E7, wir machen noch mal ganz aus. Und dann geht der auch schon wieder. Also Sicherheitsmaßnahmen greifen. Klar, so ein 2000 Watt Föhn kann der nicht packen. Dafür ist er nicht ausgelegt, soll er auch nicht. Aber auf mittlere Stufe 500 ging auch gut. Ja, der geht dann aus. Du machst dann nur einmal die komplette Powerstation wieder aus, wieder an und alles ist wieder paletti. Beim Anschließen einer Schlafmaske, Schlafapnoe zum Beispiel, also ich habe einen Kollegen, der braucht sowas, da ist das extremst wichtig, dass du eine USV da drin hast. Ich erinnere mich an Kroatien, da hatten wir öfters mal Stromausfälle und dann bist du froh, dass da dein Akku geladen ist und da noch was an Strom rauskommt. Was kannst du sonst grundsätzlich laden? Also was habe ich damit geladen? Ich habe eine Kühlbox angeschlossen gehabt, Handy sowieso, MacBook. Mein MacBook Air braucht im härtesten Fall eine 100 Watt. Das liefern die beiden USB-C Anschlüsse, also perfektes Arbeiten am MacBook. Wo ich es ja auch für perfekt finde, ist, wenn du Camping machst mit Zelt und hast vielleicht eine Kühlbox mit oder Picknick am Strand, am See, keine Ahnung. Kühlbox mit dieser Powerbank, immer kaltes Bier oder ein Softdrink. Ne? Aber da seid ihr sicherlich kreativer als ich und mich würde auf jeden Fall mal interessieren, nutzt ihr so eine, wenn ja, wofür? Oder aber wofür würdet ihr die nutzen wollen, wenn ihr so eine Box hättet? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal bitte in die Kommentare rein, wenn ihr mögt. Wenn ihr schon mal da unten seid, dann lasst doch auch, wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen, wenn euch hier das soweit gefallen hat. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu der App. Die ist sehr rudimentär. Habt da auch ein bisschen was zu meckern. Kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall, dass eine App-Anbindung ist, ist ganz hervorragend. So kann ich mein kleines schnuckeliges Teilchen irgendwo unterm Sitz verbauen oder in so einer Klappe rein und kann dann alles schön mit der App steuern. Gucken wir uns jetzt mal an. So, wir gehen mal eben kurz in die App rein. Ich mache eine Aufzeichnung, könnt ihr gleich schön sehen. Das ist die AllPowers App. Jetzt hast du die Möglichkeit, über Bluetooth oder Wi-Fi dich zu verbinden. Bluetooth. Klar, musst du deine Bluetooth-Aktivitäten hier am Handy einschalten, weiter. Da hat er sie dann schon entdeckt. Da gehst du drauf, hast dann alles entsprechend rudimentär
48%, also ganz oben bin ich gerade, 48% verbleibende Kapazität, 63 Stunden, 2 Minuten oder 2 Tage, 15 Stunden. Kein Eingang, kein Ausgang, AC an, AC aus, DC an, DC aus und ein LED-Licht kann ich auch noch einschalten oder ausschalten von hier aus. Also vom Prinzip, alles, was du letztendlich brauchst, rudimentär, aber gut. So, Problem ist, wenn du jetzt hier zurückgehst und sagst, da hat er schon ein Problem, entweder ist es ein Bug oder Strategie. Wenn du dich über Wi-Fi einloggen willst, musst du ein entsprechendes Konto anlegen, eben über diese 5 Möglichkeiten. Und du kommst jetzt hier auch nicht mehr raus. Feierabend. Du musst vom Prinzip dich wieder komplett abmelden oder ausmachen. Die App schließen, so heißt es. Und dann kannst du wieder neu laden. So, wenn du das über Bluetooth-Gerät machst, wie gesagt, über Bluetooth kannst du dich wieder einloggen, zip zap. Das gleiche passiert dir aber auch, verbinden. Das gleiche passiert dir aber auch, wenn du da oben rechts auf die 3 Punkte gehst. Können wir machen. Klatsch. Okay. Also, habt ihr gesehen, ich finde es suboptimal, um freundlich zu sagen. Also, den Kappes braucht kein Mensch. Ansonsten funktioniert die App, sie macht, was sie soll, nur nicht über Wi-Fi. Okay, kann man mit leben, beziehungsweise wenn ihr da ein Konto eröffnen wollt, dann könnt ihr das machen. Ich werde es nicht tun, weil, da kommen wir später zu. Ganz zum Schluss ist euer Mehrwert. Und wenn die Powerbank dann doch mal irgendwann leer wird, kannst du sie gut und gerne über die Sonne wieder aufladen. Dafür gibt es ja dieses Solarfaltpanel dazu. Wie es aussieht, wenn es aufgebaut ist, zeige ich euch mal eben. Natürlich kannst du das auch mit dem Kaltgerätestecker hier laden, zu Hause 230 Volt. Brauchst ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunde, dann ist das Mäuschen wieder voll. Fazit. Ich habe die jetzt mehrere Wochen benutzt. Die Powerstation kann was. Die ist richtig gut aus meiner Sicht. Kann ich überhaupt nicht meckern. Sie tut, was sie soll. Ist leise im 12-Volt-Betrieb. Manchmal hört man den Lüfter, wenn sie über den Wechselrichter läuft. Dann hast du aber meistens auch irgendwie lautere Geräte dran. Dann fällt das auch nicht mehr so ins Gewicht. Also tipptopp. Positiv aus meiner Sicht USV. Das Licht ist auch super, also das ist so ein Spot. Ich zeige euch das noch mal ganz kurz. Ich habe das noch mal in den Garten reingehalten bei mir. Oh, tipptopp, da kannst du einen mit blenden. Cool, ne? Die Firma AllPowers ist auch, glaube ich, sehr davon, ihrem Produkt hier überzeugt. Zu den 2 Jahren Garantie kannst du noch mal um 3 Jahre verlängern, also 5 Jahre Garantie, wenn du dich bei denen registrierst. Das ist mal ein Wort, also ich gehe mal davon aus, dass die echt überzeugt sind von ihrem Produkt. Negativ gibt es auch etwas. Die App mit dem Konto eröffnen. Also ich finde das uncool, ehrlich gesagt. Braucht man in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Ansonsten von der Verarbeitung her, ja, ist Plastik. Ist aber haptisch ganz okay. Du hast hier ein paar Spaltmaße. Aber das passt. Das ist schon fein. So. Jetzt kommen wir mal zu eurem Mehrwert. Ich habe mir überlegt, ich traue mich nochmal einen Livestream zu machen und in diesem Livestream, also wer den letzten gesehen hat, die Katastrophe, der möge das auch mal bitte unten in den Kommentaren schreiben. Egal, ich versuche es einfach nochmal. Das heißt, ich verlose
das komplette Paket, das komplette Kit, einmal die Powerstation und einmal das Solarpanel, 140 Watt faltbar. Und zwar an alle, die einen Kommentar verfassen, so heißt es, mit dem Hashtag AllPowers. Blende ich unten ein. Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Und Beginn ist ab sofort, wenn ihr das Video seht oder wenn es hochgeladen ist. Und Ende ist dann nächste Woche Sonntag, 12 Uhr. Den Livestream werde ich noch ankündigen. Ihr werdet aber alles unten in der Beschreibung nachlesen können. Das war's für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Mehrwert rausziehen können. Ansonsten vielleicht einen großen Mehrwert bei der Verlosung. Wir sehen uns im nächsten Video bzw. bei der Verlosung im Livestream. Wenn ihr mögt, bleibt sauber, macht's gut. Danke und tschüss.